sachsischen Till Reiners. Na? Ja, also. Ja. Hallo Nebel. So, es ist so, ich bin oft überfordert. Das mögen einige kennen. Und jetzt ist es so, ich ziehe mich dann immer an denen hoch, die noch überforderter sind als ich. Und neulich habe ich wieder zwei gefunden. Habe ich ein Gespräch belauscht von zwei Studentinnen im Bus. Und es ging ungefähr so. Boah, neulich redet so jemand über Politik und ich denke so, okay, das hast du verstanden. Der will niedrige Steuern. Und ich denke schon so, okay, jetzt hast du es verstanden. Da sagt der andere, nee, ich finde, die Steuern sollten erhöht werden. Da hatte ich gerade die eine Meinung verstanden, der hatte daran auf einmal auch eine Meinung und sogar eine ganz andere. Da habe ich gedacht, okay, einer lügt. Aber wer? Und da habe ich gedacht, krass, ich bin drauf und dran, auch eine Meinung zu haben. Dann haben wir schon drei Meinungen, keiner weiß, wer lügt. Politik ist voll kompliziert. Warum ist nicht nur einfach eine Meinung, die lernt man, dann ist ja schon schwierig genug und dann ist gut. Da habe ich mir gedacht, sie hat recht. Ja, es muss alles einfacher werden. Wenn überhaupt, immer nur eine Meinung lernen. Ja, am besten aber Meinung grundsätzlich vermeiden. Bei sich anbahnenden Diskussionen einfach sagen, die Krim-Krise, das ist Geschmackssache. Überhaupt müssen polarisierende Themen vermieden werden. Vorreiter ist hier das ehemalige Nachrichtenmagazin Spiegel. Gleich drei Spiegeltitel dieses Jahr haben heiße Eisen angefasst. Freundschaft, Träume und mein Lieblingsaufreger, wohin mit meinem Geld? Ja, das kennen wir ja alle. Jetzt mache ich mir allmählich Sorgen, dass dem Spiegel die Aufregerthemen ausgehen. Ein Blick zur Neon schafft die nötige Inspiration. Mein Lieblingstitel dort: Wie viel Geld brauchst du? Warum uns Sparen so schwer fällt und mit welchen Tricks am Ende des Monats trotzdem mehr übrig bleibt. Ja, so schafft man Nachrichten. Weitere Vorschläge von mir: Wie viel Schuhe brauchst du? Warum man immer zwei Schuhe kaufen sollte und warum es das Laufen mit einem so schwer fällt. Oder beim ersten Mal tat's noch weh. Warum man Türen vor dem Eintreten öffnen sollte. Und auch das Einfache kann man noch einfacher machen. Auch Spiele sind viel zu kompliziert. Monopoly, das stimmt wirklich. Ich lese. Monopoly wird jetzt in einer verkürzten Version neu aufgelegt. Das Gefängnis wird abgeschafft und die Gemeinschaftsfelder. Und der Hersteller begründet das so: Wegen Schulstress, Handys und Computern haben Kinder nicht mehr so viel Zeit für Brettspiele wie früher. Wird noch besser. Ein Spiel mit dem neuen Monopoly soll statt bisher durchschnittlich 3 Stunden nicht länger als 30 Minuten dauern. Auch kein Scheiß, für Scrabble wird es eine schnellere Version geben. Ich weiß jetzt nicht, wie die aussieht, bin aber schon gespannt wie ein Flitzebogen. Mein Vorschlag wäre, die Buchstaben wegzulassen. Da kommt man in 3 Minuten gut durch und kann wieder mehr bei Spiegel Online abhängen. Kann man auch bei Versteckspielen so machen. Einfach das Verstecken weglassen. Hab dich. Toll, schon kann man was anderes machen. Die deutsche Durchschnittsehe hält 14,7 Jahre. Warum so lange auf die Scheidung warten? Einfach am dritten Date zur Scheidung einladen, zack, ist dein Mann damit durch. Ja. Man muss sich bei Tätigkeiten aufs Wesentliche konzentrieren. Wie sieht im Ergebnis ein Urlaub aus? Man hat Sonnenbrand, Urlaubsfotos und Sand in den Schuhen. Da brauchen viele 2 Wochen für. Komplexitätsreduktion ist Gedankenurlaub. Einfach das Denken anderen in die Schuhe schieben. Denn was passiert im Großen und Ganzen,
wenn man nachgedacht hat. Meistens macht man dann etwas. Das kann man auch ohne Nachdenken machen. Neulich ist eine Umfrage erschienen, in der stand, 2/3 aller Deutschen sind der Meinung, unsere Demokratie ist keine echte Demokratie, da die Wirtschaft und nicht die Wähler das Sagen haben. Fast genauso viele Menschen sind zufrieden mit der Großen Koalition. Das sind wahrscheinlich genau die gleichen. Und das ist meine Botschaft. Ja, die Große Koalition beginnt im Kopf. Ja, nein, egal. Einfach das Denken aus dem Käfig der Logik befreien. Und Menschen schätzen Dummheit. Ja, erinnert euch doch mal an den Anfang. Man kommt dumm auf die Welt und alle lieben einen. Man schreit und kackt ein, alle Welt liebt einen. Die Metzgerin gibt einem eine Scheibe Kindermortadella mit Gesicht auf die Faust. Einfach nur, weil man an der Wurst steht. Dann wird man klüger und je klüger man wird, desto weniger Menschen finden einen lieblich. Ich lungere noch heute vor der Wursttheke rum. Keine Chance. Zu klug. Ich bin mir einfach nicht niedlich. Deshalb gar nicht erst mit dem Denken anfangen. Und viele machen da instinktiv schon alles richtig. Menschen sind in kurioser Weise vor allem schlecht darin, menschlich zu sein. Also angenommen, man schließt 2 Menschen in einen Raum ein und sagt ihnen, das hier ist ein rechtsfreier Ort, da steht ein Kuchen auf dem Tisch, guckt, wie ihr den unter euch aufteilt. Dann kann es gut sein, dass einer der beiden sich denkt, wir könnten den Kuchen gleich aufteilen, aber dann bekomme ich nur die Hälfte. Die Hälfte ist weniger als alles. Und dann geht er hin und er sticht den anderen mit der Kuchengabel. Ja, das ist richtig Arbeit, er will einfach alles für sich. Und dann macht er sich über den Kuchen her, schaufelt ihn in sich hinein und merkt nach der Hälfte, boah, den Rest schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, das ist Kapitalismus. Es gibt also 2 Geschwindigkeiten der Entwicklung. Es gibt eine technische Entwicklung, die ist viel schneller als die soziale. Also es gibt eine technische Entwicklung, die ist linear. Es gibt eine Erfindung und dann eine Verbesserung der Erfindung und noch eine bessere Erfindung. Bei sozialer Entwicklung ist das nicht so. Da gibt es eine soziale Errungenschaft. Und dann fällt die Menschheit irgendwann wieder dahinter zurück. Anarchie, Demokratie, Absolutismus, Meinungsfreiheit, Internetkommentare. Komisch, alle können sich auf den Satz des Pythagoras einigen, aber nicht auf Frieden. Warum funktioniert technische Entwicklung nicht wie soziale? Bei technischer Entwicklung sagt man dann, guck mal, der Satz des Pythagoras funktioniert. Wie geil ist das denn? Endlich kann ich irgendwas bei rechtwinkligen Dreiecken berechnen. Yes. Und genauso könnte man auch sagen, guck mal, Frieden ist doch geiler als Krieg. Lass das doch jetzt immer so machen. Aber auf Frieden haben manche einfach keinen Bock, weil sie den ganzen Kuchen haben wollen. Erwachsenen muss man immer wieder wie Kindern von Neuem beibringen, dass Krieg pfui ist. Nein, Pascal, nicht den Dominik mit der Kuchengabel ins Auge stechen. Guck mal, wenn du der Dominik wärst, würdest du dich auch nicht über eine Kuchengabel im Auge freuen. Es wäre so schön, wenn es wenigstens umgekehrt wäre. Alle einigen sich auf Frieden, aber niemand auf den Satz des Pythagoras. Wie ich rechtwinklige Dreiecke berechne, ist meine Sache. Ich fände es okay. Klar, es würden bestimmt mehr Hochhäuser einstürzen. Aber nicht aus böser Absicht. Für